Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rayman. Oder Rayman Forever oder wie auch immer ihr es nennen möchtet. Ja, ich habe mir ein Video angeguckt und musste feststellen, die ersten paar Käfige sind eigentlich relativ leicht zu holen. Denn die sind tatsächlich direkt hier am Anfang. Man muss nur halt wissen, wie man sie holt. So, die ersten zwei habe ich anscheinend schon. Dann hole ich mir hier lieber sicher das hier alles. So, den habe ich auch. Also die ersten drei habe ich auf jeden Fall. Die zweite Hälfte der Käfige kommt jetzt dran. Also vom Ort bezogen her, wo die sind. Dafür muss ich unter anderem mich hier ranhängen. Zum einen. Und zum anderen mich gleich ducken, damit ich nicht getroffen werde. So. Ja, auf jeden Fall hier ist einer der zweiten Hälfte. Die ersten drei sind relativ am Anfang. Ja. Und logischerweise natürlich hier der eine Käfig, den man natürlich auch mitnehmen kann. So. Ja, da habe ich das andere Problem, da ist mit der Käfig gerade aufgetaucht. Und Moment, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Es gab noch einen Käfig, den ich jetzt irgendwie nicht getriggert habe. Aber die ganz links habe ich die ersten drei. Den... Wobei... Ich muss ganz schön lange... Ich gehe mal ganz kurz raus, einfach nur um die Käfige zu prüfen. Jetzt sind es ja aktuell vier Stück dann, ne? Genau, weil ich einen dazu geholt habe. Unten kommt noch einer. Ah, okay, ich weiß jetzt auch, wo der... Okay. Schnell, schnell, schnell. Langsam, schnell. Und da habe ich verhauen. Okay. Da ist definitiv keiner. Oben ist auch keiner. Dann muss ich weiter gucken. Eins steht fest, ich darf ja immerhin wieder zum Anfang zurück, um die Käfige zu speichern hier in den Abschnitt. Somit macht es die ganze Situation ein wenig erträglich. Den Käfig hatte ich ja geholt. Ah, ich glaube, ich weiß, welcher nicht angezeigt worden ist. Der hier aus irgendwelchen Gründen. Da habe ich ja gesagt, den hole ich später, weil ich mich da nicht mehr... Oder? Nee. Welchen habe ich denn nicht geholt? Ah,
Okay, ich muss über diese Wolke rüber, über diese Wolke. Mit dieser Wolke mitfahren, ich muss aber auch da durchhüpfen. Und das zweimal, halt einmal auf der Hintour und einmal auf der Rücktour. Das macht die ganze Sache ein wenig schwieriger und ich werde eventuell meinen Speicher nochmal neu laden müssen. Sofern ich das jetzt so nicht hinkriege. Puh, da muss ich echt... Ah, Scheibengleiser. Das ist nicht dein... Okay. Ich muss ganz extrem kurz nur einmal drauf tippen auf den Sprungtaste, damit ich so einen Mini-Hüpfer schaffe. Ist das Problem. So. Und am Ende stelle ich wieder fest, ich habe irgendeinen übersehen. Leute, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Okay. Hat jetzt am meisten Sinn gemacht für mich. Tut mir leid. Okay. Das waren noch nicht alle Käfige. Das heißt, um euch das so zu sagen, aber ich muss noch mal alles überprüfen. Weil eigentlich sollen alle Käfige auf der ersten Map sein. Es kann natürlich sein, dass ich erstmal diese Wolke mitnehmen muss. So wie im Video. Und dann hier rüber hüpfen muss. Und dann feststellen muss, dass hier nichts kommt. Okay, dann ist noch eine Möglichkeit, ist da unten zu suchen. So. Warum kam der Käfig jetzt erst beim Runterhüpfen? Was sollte das jetzt? Okay, wir holen uns den Käfig. Komme da, was da wolle. So. Jetzt weiß ich immerhin, welcher gefehlt hat. Der irgendwie nicht auftauchen wollte. Nein! Oh, verdammt, noch eins. Thank you.
Diesmal lasse ich mich nochmal veralbern. Das ist nicht drinne. 10 Minuten verbraucht. Super. Wie dem auch sei, ich nehme jetzt noch was mit, was gar nicht mitgenommen werden kann, weil ich dafür das Level beenden müsste. Scheibenglaser. Nee, kein Nerv drauf. Ich gehe raus. So. Und jetzt gehe ich zurück zum ersten Level. Ihr Leder, ich habe es geschafft. Wieder ein Level vervollständigt. Wieder was, wofür ich mir auf die Schulter klopfen darf und kann. Und ja, ich weiß, ihr wollt eigentlich Space Mama sehen. Wird aber auch bald soweit sein, denn es sind nur noch 2 Gesteinslevel, wie auch nur noch 3 Kunstlevel. Und dann muss ich wieder, ja, mich dran machen an den Bosskampf in der Kunstwelt. Aber bis dahin genieße ich die Zeit noch, die ich habe, um die Käfige zu vervollständigen in den restlichen Welten, die ich bis jetzt ja gemacht habe. Somit steigere ich auch die Prozentzahl, die ich insgesamt sammle. So. Übrigens, ich empfehle euch in naher Zukunft derzeit zumindest mal ein bisschen Tele 5 und Co. im Auge zu behalten. Ich habe festgestellt, dass seit kurzer Zeit da Filme mit Thomas Gottschalk laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie alle Filme zeigen werden, die er gemacht hat, aber ist doch recht interessant, mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, was Thomas Gottschalk uns alles beschert hat. Außer die Haribo-Werbung natürlich, die natürlich jeder kennen sollte. Ne? Ich weiß nicht, wie lange ist Thomas Gottschalk bei Haribo gewesen? Fast 5 Jahre, 6 Jahre so am Anfang. Und dann dabei geblieben irgendwann. Ach ja, wie dem auch sei, lange Rede, gar keinen Sinn oder kurzer Sinn. Es ist auf jeden Fall recht cool anzuschauen, die Filme. Bis auf A Trubby Goes to Hollywood. Ne, also, oder wie der hieß. Im Englischen, ich hab's nicht mehr ganz. Ist auf jeden Fall auch ein sehr cooler Film mit Thomas Gottschalk. Oder von Thomas Gottschalk, je nachdem, wie man es sagen möchte. So, was ich jetzt hier mache, wie das übliche, mein Leben wieder auffüllen und wieder weiter versuchen, mich dann in anderen Leveln total zu blamieren, weil ich da dann wieder das 3- oder 4-fache an Leben verliere. Nein, aber ich werde jetzt natürlich gerade nochmal Leben sammeln, werde zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal im Off-Leben sammeln und ja, dann muss ich mal gucken. So Minimum 40, 50 Leben würde ich schon ganz gerne jetzt wirklich mal für die nächsten Level im Petto haben. Auf jeden Fall hat Thomas Gottschalk auch nicht gerade mit kleinen Leuten gedreht. Er hat ja, wie gesagt, zum Beispiel A Trubby Goes to Hollywood, also ein Trubby geht nach Hollywood oder so. Da hat er mit dem Lando Calrissian Darsteller zusammengespielt, also der in Star Wars den Lando Calrissian mimt, sag ich jetzt mal ganz blöd. Ja, und in dem Film, der heute lief, also gestern, da spielt er mit einem von Police Academy, mit einer Persönlichkeit aus Police Academy zusammen. In einer Rolle. Also in einem Film. Was noch so an Filme kommt, kann ich nicht sagen. Ob noch welche kommen, das kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen,
gebt euch das auf jeden Fall mal. Wie gesagt, ist immer mal eine Empfehlung wert. Erst recht, wenn ihr Promis kennt, wo ihr euch fragt, was machen die eigentlich noch für Filme? Dann werdet ihr bei Tele 5 häufig überrascht. Erst recht mit Schneefax, oder wie das heißt, wo die da immer die lustigsten, schlechtesten, besten und schieß mich tot Filme zeigen, die, ja, das Kino hervorgebracht hat. Gab's zig Dutzend Filme, die da schon vorgestellt worden sind, allerdings auch. Zum Beispiel auch namentlich sehr bekannt müsste sein, Sharknado. Ihr habt richtig gehört, Sharknado. Nein, das ist kein Tornado, der in Haiform ist, sondern das ist ein Tornado, wo Haie drinne sind. Und heilige Maria Josef, hatte ich da gerade Glück, dass da eine Pflaume hängt. Sonst wäre ich echt wieder abgesegelt. Nee, aber wie gesagt, ist ja wirklich so. Wenn ihr jetzt Filme gucken möchtet, wo ihr mal wissen möchtet, sind die gut, sind die schlecht oder nicht, dann könnt ihr euch auf Tele 5 ein wenig verlassen, dass sie euch da Info geben, wie gut oder wie schlecht ein Film ist. Je nachdem, ob man den kennt oder nicht. Zum Beispiel einmal lief da auch Terminator bei Schniffatz als einer der besten Action-Filme, die ja USA in den Mitte der 90er, war das glaube ich, gedreht hat. Übrigens, kleiner Fun-Fact, das habe ich auch erst durch ein YouTube-Video herausgefunden. Und zwar, was machen eigentlich Schauspieler aus Spy Kids, also aus dem damaligen Spy Kids-Film heute? Zur Info, einer der Spy Kids-Darsteller war der Terminator aus Flüssigmetall, also aus Galliummetall. Nur nochmal also als Fun-Fact. Und zwar spielt der zum Beispiel bei der TV-Serie oder BBC-Serie, die später auch auf Netflix gekommen ist und immer noch da ist, Scorpion mit, und zwar als Agent Cape Gallo. Boah, was er sonst noch für Rollen gespielt hat, kann man natürlich immer schön bei Wiki-Einträgen sehen, sofern sie auch immer top aktuell gehalten werden. Wo ich auch nochmal drum bitte, alle Leute, die irgendwie solche Wiki-Einträge erstellen, bitte gebt auch den Fans die Möglichkeit, das weiterführend zu ergänzen, weil im Fall der Fälle muss man das ja machen können, ne? Nicht, dass man da nochmal einen neuen Wiki-Eintrag erstellen muss, weil der alte irgendwie schon, ja, seit ungefähr 2 Jahren überfällig ist. Ja, ich habe Wiki-Einträge gefunden, die sind trotz der vielen Freizeit, die viele Menschen jetzt genießen, nicht top aktuell. Na, wie dem auch sei. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich möchte das nur einmal festhalten, dass ich das halt so festgestellt habe, dass man auch wieder mal sehen kann, dass viele Schauspieler, Schauspielerinnen auch natürlich, sowie auch Synchronsprecher, muss ich auch nochmal ganz klar und deutlich sagen, auch in vielen Filmen und Serien mitspielt, wo man es nicht erwartet. Kleiner Tipp, wenn ihr den Film Spy Daddy mit Shaggy Chang und dem Vater von Miley Cyrus kennt, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, gerade der Vater, tut mir leid, der ist ja auch der echte Vater, nur so nebenbei. Dann möchte ich mal darauf hinweisen, da kommt eine Person drin vor in dem Film in Spy Daddy. Der nennt sich in einer TV-Serie, die mittlerweile auf Fox HD momentan läuft. Und zwar, oder auch Kabel 1, soweit ich weiß, ab und zu. Und zwar MacGyver. Um genau zu sein, er spielt die Rolle von Angus MacGyver. Bei Spider-Man spielt er einen der Bösewichte, einer der nur durch, ich glaube da nennt sich Shaggy Chang Bob, enttarnt wird, dadurch, dass er auf einmal Russisch spricht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn, ist halt auch wieder so ein schöner Funfact. Ich habe es nur durch Zufall entdeckt, muss ich dazu sagen, weil der Film lief letztens, ich habe ihn geguckt und musste sagen, Moment, die Kinnpartie, das Gesicht, irgendwas kommt mir hier doch sehr vertraut vor. Dann habe ich einfach mal schnell gegoogelt, MacGyver, Cast, Spy Daddy, stand im Wiki-Eintrag von Angus MacGyver, Darsteller, den ich den Namen jetzt leider nicht weiß, tut mir leid an der Stelle. Und ja, ich muss sagen, es macht Spaß eigentlich, solche Sachen auch ein bisschen
herauszufinden selber. Und da möchte ich mal eine ganz kleine Anekdote sagen. Und zwar, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals im Leben Comedy von Dieter Hallervoort feiere. Ich wusste gar nichts mit Dieter Hallervoort anzufangen, außer dass er halt bei Honig im Kopf mitgespielt hat, soweit ich weiß. Und auch viele andere sehr bekannte Rollen gespielt hat. Aber hätte ich niemals im Leben Pets geguckt, den Film, wo die Tiere ihr Geheimleben mal offenlegen, so im Motto, da hätte ich niemals gewusst, dass Dieter Hallervoort auch ein rüstiger alter Hund ist, der sagt, ja, vorne läuft, hinten rollt. Nein, aber Spaß beiseite. Das hat mich schon wieder an einen Promi rangeführt, wo ich dachte, der könnte mir gar nicht gefallen. Vom Humor her. Aber natürlich, wie es auch nicht anders ist, jeder steigt an seiner Persönlichkeit und jeder steigt auch an seinen Rollen. Das heißt, zum Beispiel Otto Walkes. Mit der Rolle, die er irgendwo hatte, wurde er auch beliebter. Ich glaube, jeder kennt Mulan, Disney-Film. Ich hoffe, dass in der Realverfilmung auch ein Mushu vorkommt. Und ich hoffe, dass auch der wieder von Otto gesprochen wird. Ich drücke einfach die Daumen, dass sie das einfügen. Wenn nicht, wäre schade. Ich weiß, der Film soll angeblich schon abgedreht sein, aber hey, kommt, bei Sonic, da haben sie es auch hingekriegt, das nochmal zu drehen und zu wenden, alles mögliche. Also, ist so unwahrscheinlich, dass man Otto Walkes noch reinkriegt ins fertige Projekt, ist es nicht. Und wenn es nur eine ganz kleine Rolle ist, kaum. Der dritte Bauer, den sie auf dem Weg treffen, der ihnen sagt, dass sie da lieber nicht längs gehen sollten. Durch diesen Pass. Also Bergpass. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Also, mir ist nur die Hauptsache, dass halt Rollen, so wie zum Beispiel, ja, der Genie einfach im Original, einfach noch Original bleiben. Und nicht irgendwie versucht werden, nachzuempfunden zu werden. Aber nicht dieses künstliche, oh ja, wir versuchen jetzt einen auf, ja, halt der den Genie verkörpert hatte im Original. Ich komme jetzt gerade wieder nicht auf den Namen. Verdammt, mein Gehirn ist manchmal so ein bisschen Robin. Na hier, der halt auch die Nanny und so verkörpert hat und so. Egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich möchte nur so viel sagen. Bitte Disney, mehr von solchen guten Filmen. Bitte andere Studios, macht keine großartigen Fehler. Haltet euch wirklich an die Fans, wenn die sagen, etwas ist scheiße, dann wisst ihr auch, dass es wirklich scheiße ist. Bei Sonic hat man das ja echt gemerkt. Da hat man ja gleich gemerkt, wie die auf die Barrikaden gegangen sind, die Leute. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht gerade so der gehypte Sonic-Fan. Ich mag Sonic auch, das Spiel und so alles. Aber ich muss da auch sagen, was war das? Mir gefällt der jetzige Sonic auch noch nicht so ganz, aber irgendwie, ganz ehrlich, ich habe mal geguckt, wie er aussehen würde. Da gab es auch jemanden, ich könnte es ja eventuell verlinken, wenn ich finde den Link. Ich setze das mal in Klammern. Eventuell verlinke ich euch unten was rein. Da sieht man, wie der Sonic aussehen würde, wenn er 1:1 wie in der Cartoon-Serie oder in seinen Spielen gezeigt werden würde. Das wäre dann doch ein bisschen sehr creepy, muss ich sagen. Also die großen Augen, passt. Die zusammengewachsenen Augen, wie es halt in den vielen Cartoons oder Spielen ja halt ist, muss dann leider dann doch nicht. Also ich dachte so, okay, hey, das ist jetzt nicht so, wie man es kennt. Aber nein, ist vielleicht auch besser so. Wie gesagt, das gesunder Menschenverstand und Co., ne? Dass das dann doch nicht so cool ist, wenn alles 100%ig beachtet wird. Das wäre zum Beispiel genauso wie Dantes Inferno, wenn man da, keine Ahnung, Cleopatra 1:1 übertragen würde. Dann könnte man es gar nicht ab, keine Ahnung, 16 freigeben, sondern müsste es, ja, ab 18 freigeben oder noch später. Weil wegen Haut. Ich sag einfach mal Haut dazu. Okay, das war cool.
Ah, noch einen Durchlauf, dann bin ich super freudig bei super schnell bei den 68 Leben. Also sprich, ich kann dann 68 Leben schnell durchsammeln mit ein, zwei Durchläufen mehr. Wie dem auch sei, ich kriege jetzt auf jeden Fall ein Leben dazu, dann bin ich beim nächsten bei 68 und dann passt das. Bei 28, was sei denn da? Heimgleiter, mein Hirn ist ein bisschen breiig, tut mir leid. Aber der Part ist auch schon wieder fast zu Ende. Also wie gesagt, ich versuche trotzdem noch den Part zu füllen, weil alles, was ich hier mache, auch wenn ich jetzt die meiste Zeit im Hintergrund nur quatsche und mich fast gar nicht aufs Spiel konzentrieren tue, was ich auch schon so gut wie gar nicht mehr muss mittlerweile, weil es wirklich mittlerweile einfach nur noch mechanisches Drücken von Knöpfen ist bei dem Level, muss ich sagen, ja, es gehört mit zum Spiel. Alles, was ich hier mache, gehört mit zum Spiel. Deswegen, ich weiß nicht, warum ich mich immer drum geschert habe, dass ich ja sage, nee, das schneide ich raus oder das lasse ich weg. Es ist Blödsinn. Ich kann auch einfach dieses im Off nicht ab. Ich muss einfach sagen, wenn ich im Off Sachen sammle, schön gut, aber dann sollten es vielleicht unnötige Sachen sein wie Munition oder sowas. Keine Ahnung. So wie bei anderen Spielen, wo ich häufig irgendwie Mangel habe. Da schneide ich dann sowas zum Beispiel raus. Weil ich dann ganz genau weiß, okay, das ist jetzt nur viel Gerenne für nichts und wieder nichts. Und das will ich einfach nicht machen. Übrigens, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, was ich in naher Zukunft auf meinen Kanal bringen möchte. Und zwar sind es drei Wörter, die ihr verbinden könnt, auseinandernehmen könnt, wie auch immer, um auf den Titel kommen könntet. Und ich hoffe, dass meine Community mittlerweile hoffentlich auch groß genug ist, wirklich, und aktiv genug ist, um den Titel mir reinzuschreiben. Ja, und dann gebe ich euch jetzt mal die Tipps. Tipp 1, Stacheldraht. Tipp 2, Blut. Tipp 3, Kopf. Gut, das beschreibt eigentlich nur das Cover, aber ich glaube, jeder sollte damit was anfangen können und wissen sollten, was damit gemeint ist. Wenn nicht, dann sage ich noch den Hinweis darauf, ich kann das nicht auf meinen jetzt aktuellen Rechner zocken, so zumindest nicht, weil die RAM ist einfach nur furchtbar dafür. Die RAM-Leistung meine ich. Also wie gesagt, Kopf, Stacheldraht, Blut. Das sind jetzt eure drei Tipps. Daraus könnt ihr machen, was ihr wollt. Ne? Auf jeden Fall hängt das mit dem Spiel zusammen. Also im Zusammenhang mit dem Cover, mit dem Logo. Ne? Und gleich vorweg, nein, es wird nicht die Resident Evil Reihe sein, weil da fehlen mir noch ein, zwei Spiele, die ich dann vernünftig abcapturen kann. Was ich auch zumindest bald anfange, wird die Reihe sein Tomb Raider. Das werde ich dann so um die 15 Uhr Zeit einplanen, voraussichtlich. Also momentan läuft der Rayman auf der 15 Uhr Zeit. Aber das werde ich dann auch immer so um die 15 Uhr Zeit packen. Weil wenn ich dann wieder mit Assassin's Creed zum Beispiel weitermachen sollte, irgendwann in naher Zukunft, oder ja, vielleicht eine andere Reihe anfange, dann möchte ich sie nicht haben um 12 Uhr, weil da ist, wie gesagt, Assassin's Creed platziert. Oder wenn ich jetzt endlich mal wieder mit Staxel loslege, weil das habe ich euch auch versprochen, da ich das bald mal wieder mache. Mein Bauernhof wartet ja immer noch auf ein Upgrade. Ja, dann könnt ihr schon mal damit rechnen, dass es halt immer so 15 Uhr, dass diese Reihe kommen wird und um 12 Uhr entweder Assassin's Creed oder halt ein anderes Projekt, was größer ist. Momentan läuft ja noch immer Just Cause, wo ich euch immer noch viel Spaß bei wünsche. Das ist echt, es macht Laune. Also holt es euch wirklich, das kostet 2. Es ist minimal besser als der erste Teil. Aus zwei Gründen sage ich minimal besser. Die Steuerung hat ein bisschen eingebüßt. Und ich werde auch das Gefühl nicht los, dass man irgendwie viel schneller explodiert mit Fahrzeugen aller Art. Ne? Also sei es halt Luftschiff oder halt normales Auto. Deswegen also ein wenig negative Kritik muss man auch dem Spiel zugestehen. Aber wie gesagt, also ich kann das nur so sagen, ich weiß nicht, wie es im dritten Teil ausschaut, ob es da nochmal einen Zacken zugezogen hat mit der ganzen Chose oder ob das einfach nur mein Gefühl ist aktuell. Aber ich weiß nur so viel,
wenn ihr ein Spiel sucht, wo ihr viel und lange beschäftigt seid, sind halt die perfekten Spiele die, die ich momentan ja auch spiele. Also Just Cause, Borderlands 2. Ja, was war denn da noch? Gut, Assassin's Creed mit seinen fast 200 Kilometern. Also Assassin's Creed Black Flag meine ich, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ja. Einer der Assassin's Creed Titel ist glaube ich noch größer, aber ja, wie gesagt, Black Flag ist einer der größten. Gut, das meiste ist Wasser. Ich würde dann doch eher zu den neueren Titeln plädieren, da ist ja mehr Land als Wasser. Klar, immer noch viel segeln, aber da nur kurze Strecke und nicht lange wie bei Black Flag. Da muss ich auch viele Seewege ja rausschneiden, wie ihr wisst. Na gut. Ich mache jetzt noch einen Durchlauf für mich selber, damit ich zumindest weiß, okay, ich habe die 30 voll. Also, zwei Durchläufe. Und ja, dann werde ich im nächsten Part voraussichtlich 60 Leben haben, weil ich dann vorher nochmal ordentlich rankotzen werde. Also, oder zumindest in der Nähe der 60 Leben sein. Ja, wie gesagt, Just Cause 2 hat ja auch knapp, was waren es, 150 Kilometer, Quadratkilometer. Oder waren es sogar mehr? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall auch extrem großflächig. Und das merkt man dem Spiel auch an. Also wenn man es im Maßstab 1:1 nehmen würde, ne? In digitaler Form ist es ja nicht mal... Ja, lass mal sagen, nicht mal 100 Meter. Das war jetzt weird. Die Steuerung hat gerade ganz komisch reagiert. Jedenfalls habe ich überlebt. Das ist das Wichtigere. Ja, wie gesagt. Wenn ihr wirklich große Spiele sucht und 100% natürlich spielt, damit ihr auch wirklich lange beschäftigt seid. Just Cause 2, Borderlands 2, natürlich auch Borderlands 1 logischerweise und auch 3. Just Cause 1 war ich glaube ich relativ schnell durch, muss ich dazu sagen. Deswegen nehme ich das mal in Klammern zumindest mit rein. Und Just Cause 3 konnte ich bis dato noch nicht anspielen, kann ich mir aber denken, dadurch, dass es nochmal ein Ticket schon größer als der zweite Teil ist, auch recht lang Zeit frisst oder lang Zeitfresser ist. Erst recht mit den dazu gelieferten DLC-Missionen, die ja nicht so fantastisch sein sollen, aber immerhin, wie gesagt, oder wie ich es jetzt nochmal sage, nochmal ordentlich Zeit fressen. Also wenn ihr wirklich Zeit totschlagen wollt oder irgendwie Zeit totschlagen müsst, indem ihr nicht irgendwie euer Zimmer aufräumt oder sonst irgendwas gerade oder ja, einfach nur wartet, bis was weiß ich, was passiert zum nächsten Mal, dann nehmt euch diese Spiele vor. Für Handheld-Konsolen kann ich euch Animal Crossing New Leaf oder halt Animal Crossing New Horizons, was ja erst vor kurzer Zeit released wurde, empfehlen. Und oder ihr nehmt euch einen Titel wie The Legend of Zelda Breath of the Wild vor. Auch da, 100% nach ungefähr, ich glaube, insgesamt der Spielzeit 50 Spieltage, also aktive Spieltage für alles. Ja, klar. Hallo, ich bin der Hitman. Ich drehe mich um beim Schießen. Naja, aber ehrlich, was war das denn jetzt gerade? Normalerweise sind die doch gelockt, die Typen. Und ja, ich habe jetzt schon überzogen, deswegen würde ich sagen, hören und sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Und von daher... Bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Klaus, haut rein und ciao.